Eine Lungenentzündung ist eine Erkrankung der Lunge bzw. des Lungengewebes, vor allen Dingen der kleinen Atemwege und auch der Lungenbläschen. Diese Entzündung führt dazu, dass letztendlich Sekrete gebildet werden und der Gasaustausch, also sprich die Sauerstoffaufnahme der Lunge, verschlechtert wird. Eine Lungenentzündung betrifft vor allen Dingen Leute, die ein geschwächtes Immunsystem haben. Das kann zum Beispiel sein, wenn sie vorher einen viralen Infekt haben. Und es gibt sogenannte Risikogruppen. Das sind vor allen Dingen sehr alte Patienten, so ab 65 Jahre, und auch sehr junge, also Kleinkinder. Und natürlich Patienten mit Vorerkrankungen, aus dem Bereich des Herzens oder Lunge, also Herzinsuffizienz, COPD, auch Leute mit Diabetes und Leute mit Chemotherapien oder anderer Form der Immunsuppression. Die klassischen Symptome einer Lungenentzündung sind Husten, Luftnot, Fieber. Aber es gibt eben auch atypische Verläufe, die dann nur mit leichten Husten und subfebrilen Temperaturen eingehen, mit Fieber bzw. Gelenk- und Gliederschmerzen und sich so ein bisschen wie ein viraler Infekt äußern. Daneben gibt es auch bei besonders alten Patienten ganz atypische Verläufe, zum Beispiel nur mit Verwirrtheitszuständen oder auch Bauchschmerzen. Rückenschmerzen ist kein typisches Symptom einer Lungenentzündung, kann aber auch immer wieder vorkommen. Manchmal, wenn die Lunge dort betroffen ist und das einfach mit Schmerzen der Wirbelsäule verwechselt wird. Eine Lungenentzündung ist in der Regel nicht ansteckend. Sie kriegen eine Lungenentzündung dann, wenn ihr Immunsystem in gewisser Weise geschwächt ist, zum Beispiel durch einen viralen Infekt, und infizieren sich dann eigentlich mit Bakterien, die schon in den Atemwegen vorhanden sind. Es gibt nur ganz seltene Formen einer Lungenentzündung, zum Beispiel die Lungenpest, die wirklich ansteckend sind. Nur das sind wirklich Ausnahmefälle. Die Inkubationszeit, also die Zeit bis zum Auftreten von Symptomen, hängt von dem Erreger ab. Die kann ganz unterschiedlich sein. Auch die Symptomatik ist unterschiedlich je nach Erreger. In der Regel dauert es so ein paar Tage, bis eine Lungenentzündung ausbricht. Die Symptomatik reicht von sehr schweren Verläufen, so klassisch wie man das aus dem Fernsehen kennt, Husten, Fieber, Atemnot, die Patienten sind schwer krank, bis zu relativ milden Verläufen, wo die Patienten eben über leichten Husten, Kopf- und Gliederschmerzen klagen. Eine kalte Lungenentzündung zielt wahrscheinlich auf den Begriff einer Lungenentzündung ohne Fieber und ohne große Symptomatik. Dieses ist recht schwierig zu erkennen. In der Regel wird man sie durch die Allgemeinzustandsverschlechterung erkennen, dass der Patient einfach berichtet, er habe keine Kraft mehr, er sei völlig ausgepumpt. Eine interstitielle Lungenentzündung ist eine Lungenentzündung des Interstitium, also des Gewebes zwischen den Lungenbläschen. Diese kann ausgelöst werden durch Viren oder Bakterien, aber auch durch nicht infektiöse Noxen, zum Beispiel organische Sträuber wie Kohlenstaub, oder durch bestimmte Autoimmunerkrankungen.